Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eben gerade hat es an meiner Tür geklingelt und ich habe die nagelneue Beautiful Skin Foundation von Charlotte Tilbury. Und als ich gesehen habe, dass sie rauskommt, ist mir sofort ein Dupe dazu eingefallen. Das heißt, wir werden in diesem Video einmal heute den ganzen Tag die Foundation so tragen und dann schauen wir uns morgen mal an, wie die Foundation im Vergleich zu einer Viertel von dem Preis so günstigen Foundation-Alternative aus der Drogerie ist. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Ich weiß nicht, ob es Sinn gemacht hat. Ich habe einen Dupe vermutlich dazu, das nur ein Viertel kostet. Freunde, ich bin super, super, super gespannt. Denn als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach Mensch, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Und deswegen habe ich zwei Farben bestellt. Habe mir noch ein paar Sachen dazu bestellt, die ich schon mal probieren wollte. Und ich glaube, wir werden heute schon ein schönes, ja, fast ein Full-Face Charlotte Tilbury schminken und morgen, wie gesagt, dann dieses Dupe haben. Denn als die Foundation angekündigt wurde, hatte ich gerade eine Foundation aus der Drogerie euch gezeigt und lieben gelernt. Und dann dachte ich mir, klingt ziemlich ähnlich. Deswegen probieren wir das Ganze aus. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt. Freunde, I just can't anymore. Nächste Woche Montag ist einfach schon der Launch von meiner Kollektion mit Rival Loves Me und I just can't. Bevor es losgeht, falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet das nichts, mir bedeutet es die Welt und gemeinsam wachsen wir gerade ziemlich, ziemlich gut. Ich bin super, super dankbar, dass euch meine Videos im Moment gefallen. Und ihr merkt ja, ich probiere so ein bisschen mein Content gerade ein bisschen umzustellen, dass er euch noch besser gefällt und mir noch viel, viel mehr Spaß macht. Es geht heute, wie gesagt, um die Beautiful Skin Foundation. Die kommt in so einer klassischen Quetschtube. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ist eigentlich nicht so typisch Charlotte Tilbury vom Packaging her. Denn es ist Plastik, auch der Deckel ist aus Plastik. Und normalerweise ist Charlotte Tilbury ja so super, super Luxus-Make-up. Vom Finish her auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich bin in den letzten Monaten großer Fan von Charlotte Tilbury geworden. Ihr wisst, das Magic Serum benutze ich oft, die Charlotte Tilbury Magic Cream benutze ich oft, die Bronzer. Ich probiere immer wieder so ein, zwei Produkte mit reinzumischen, um euch einfach zu zeigen, wo auch der High-End-Bereich gerade steht. Aber diese Foundation soll neben meiner Steuererklärung angeblich auch eine unauffindbare Deckkraft haben. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, unauffindbare, undetectable coverage. Die soll die Haut verbessern, jedes Mal, wenn man sie trägt. Die Haut soll 166% mit Feuchtigkeit versorgt sein. Sie soll voller aussehen, weicher aussehen und die Haut soll geebnet auswirken. Und das ist ja auch schon ein bisschen das, was die Max Factor Foundation machen soll. Ich habe sie mir in zwei verschiedenen Farben gekauft, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, welche Farbe ich bei der Charlotte Tilbury Foundation habe. Hier seht ihr einmal die Shade Range. Ich muss sagen, es hätten aber auch noch dunklere definitiv mit dazu gekonnt. Aber die dunkelste Farbe sieht schon recht dunkel aus. Ich habe mich einmal für die 4 und für die 6 entschieden. Wir werden das Ganze gleich swatchen. Ich habe auch schon so ein bisschen Pflege drauf. Denn so ein bisschen Full Face Charlotte Tilbury mäßig. Erst das Crystal Infused Magic Serum Crystal Elixir und die Magic Cream. Beide in Kombination hinterlassen halt schon mal diesen sehr, sehr schönen, frischen Glow. Außerdem werden wir auf der einen Seite einen Primer benutzen, auf der anderen Seite nicht. Und dazu benutze ich den Invisible UV Flawless Poreless Primer. Die Namen von Charlotte Tilbury sind immer der Wahnsinn. Ich muss sagen, ich mag den Primer sehr, sehr gerne. Der kommt in so einer cremigen Textur, hat einen Lichtschutzfaktor von 50 mit drin. Ihr wisst, was ich davon halte. Das ist aber ein Lichtschutzfaktor, von dem ich keine Breakouts kriege. Also ich kriege nicht so Unterlagerungen oder Unebenheiten, sondern ich vertrage den sehr, sehr gut. Und das ist eine schöne Ergänzung, keine Alternative zu normalem Sonnenschutz. Da ich heute die Wohnung aber auch nicht verlassen werde, ist das, glaube ich, so in Ordnung. Er zieht sehr schnell ein. Auch der hinterlässt nochmal so einen richtig schönen, frischen Glow. Und jetzt swatchen wir die Foundation. Ich habe, wie gesagt, die 4 und die 6. Ich habe mich für Cool Toned Foundations entschieden. Das ist einmal die 6. Okay, die sieht sehr hell aus. Wahrscheinlich habe ich genau meine Sommer- und meine Winterfarbe getroffen. Aber aktuell habe ich so eine Mischung. Ich würde sagen, wir gehen einfach sicherheitshalber mit beiden. Ihr wisst, ich habe eh gar keine Ahnung von Foundation-Farben richtig finden. Deswegen mischen wir das Ganze einfach. Es sieht auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut aus. Ich drehe mal das Licht ein bisschen zur Seite, dass es nicht so spiegelt. Und dann mische ich mir das Ganze auf meiner Hand zusammen. Ich benutze von jeder Farbe zwei Pumpstöße. Sie ist dicker als gedacht. Ich dachte wirklich, dass das so eine, ja, wie so ein Tinted Moisturizer ist.
Und wir machen erstmal die halbe Seite. Ich kann jetzt keinen richtigen Duft wahrnehmen, muss ich sagen. Also es fühlt sich erstmal gut an. Ich nehme hier auch einen Beautyblender heute mal, weil die meisten von euch einen Beautyblender zu Hause haben. Und arbeite mir die Foundation auf der einen Seite ein. First Impression, Farbe sieht ganz gut aus, beide zusammen. Wahrscheinlich hätte die 5 genau gepasst, aber ihr kennt mich, Freunde. Lieber habe ich zwei Farben, die nicht passen, als eine Farbe, die nicht passt. Was für ein Quatsch. Ihr kennt mich, wir kriegen das am Ende hin. Ich habe die Foundation jetzt einmal schnell eingearbeitet. Sie sieht jetzt ein bisschen kühl aus tatsächlich, aber das ist gar nicht so schlimm, denn ich will das Ganze so ein bisschen mit Contour und einem neuen Blush wieder aufwärmen. Sie fühlt sich recht leicht auf der Haut an, muss ich sagen. Also das ist jetzt wirklich verrückt, weil ich nicht gedacht habe, dass ich sofort einen Unterschied sehe. Deckkraft würde ich nicht sagen, ist nicht detectable, also nicht wahrzunehmen oder erkennbar. Man sieht schon, dass sie definitiv eine mittlere bis hohe Deckkraft hat. Und da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen ängstlich, dass das nur so ein Tinted Moisturizer-Schätzchen ist, wie diese, oh, ich habe das schon weggeräumt, oh, habe ich mich darüber geärgert. Die Sisley Foundation kommt in so einer Tube, kostet 75 Euro. Ich habe zwei Stück gekauft, wollte ein Video machen, habe sie erst getestet, um zu schauen, okay, gefällt sie mir überhaupt, bevor ich euch sowas Teures zeige. Ich hasse sie. Das sieht auf den ersten Eindruck gar nicht schlecht aus. Wir machen mal die andere Seite. Bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan von dieser Verpackung. Das ist auch bei der Fenty Foundation so gewesen. Die war ja auch so, diese Hydrating Foundation. Es macht schon Sinn, das in sowas zu verpacken, wenn das wirklich so ein leichtes, serumy, weichzeichnendes, flüssiges Produkt ist. Aber das ist ja gar nicht so flüssig und deswegen hätte das meiner Meinung nach auch gut in einem Pumpspender aus Glas kommen können. Wahrscheinlich wollten sie sich nur ein bisschen abheben. Ist auch völlig in Ordnung. Ihr wisst, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich teile euch einfach gerne so ein bisschen meine Gedanken mit, um euch auf der Reise der Foundation mitzunehmen. Und die arbeiten wir mit einem Foundation Brush ein. Und schauen mal, wie das funktioniert. Das ist natürlich jetzt auch die Primer-Seite. Und ich sehe sofort, dass die Foundation eine wesentlich leichtere Deckkraft hat. Wahrscheinlich hätte ich auch mit der 7 gehen können. Wie gesagt, es gibt auf der Charlotte Tilbury-Seite sehr, sehr gut so ein Foundation Finder, da kann man so ein bisschen schauen, welche Farbe passt, welche Farbe gefällt mir. Kann man auch virtuell anpassen. Ich finde, das funktioniert immer gar nicht, weil, also ganz ehrlich, es sei denn, du hast eine DSLR-Kamera auf deinem Computer sitzen, die wirklich ein super scharfes Bild macht. Wenn ich mich vor meine Kamera setze, sieht aus wie 5 Pixel, die mit 3 schwarzen Augenringen da durch die Gegend hüpfen. Also, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es bei einer Beratung im Sephora auch nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, ob sie überhaupt zu Sephora kommt, beziehungsweise wann sie zu Sephora kommt. Das ist ja mittlerweile immer so ein bisschen, man weiß es nicht. Okay, ich hole euch gleich ein Stückchen heran. Ich muss sagen, So, seid ihr einmal ganz nah dran. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Schwamm einmal rüber. Also, ganz ehrlich, sie sieht sehr, 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 sehr frisch auf der Haut aus. Ganz leicht. Ich weiß jetzt auch, was sie mit dieser Undetectable meinen. Es sieht nicht aus, als hätte ich eine Foundation im Gesicht. Sie hat so einen eigenen, ich würde sagen, Glow mit drin, wie als hätte ich Highlighter benutzt. Drunter ist aber nicht mit drin. Also sie hat keine Glitzerpartikel oder so. Ihr seht das, wenn ich das hier ein bisschen bewege, dass das alles sehr, sehr frisch aussieht. Das ist ja genau das, was ich mag. Deswegen, First Impression, erstmal gut. Ich bin echt gespannt, wie sie sich über den Tag verhält. Das kann ich bei solchen Foundations immer gar nicht einschätzen. Bei den Drogerie-Foundations mittlerweile weiß ich das, aber bei den High-End-Foundations ist es ja oft so, dass die sich im Laufe des Tages ein bisschen verändern. Also entweder sie oxidieren, das hat sie jetzt tatsächlich nicht. Und wenn, dann nur zum Guten, ganz ehrlich bei mir. Aber manchmal, wenn die so ein bisschen wärmer werden, und die war jetzt wahrscheinlich die letzten 48 Stunden auch draußen im UPS-Wagen, dauert das manchmal, bis sie warm wird und dann wirklich mit der Haut verschmilzt. Sieht jetzt aber auf den ersten Eindruck wunderschön aus. Ich lasse den Concealer jetzt kurz mal so einen Moment antrocknen und wollte mit euch ganz kurz diesen Contour-Wand nochmal benutzen. Ich habe den bei TikTok jetzt recht oft gezeigt, weil ich den wirklich sehr, sehr gerne mag. Das ist so ein, also normalerweise ist da so ein Schwämmchen drauf. Ich habe das abgemacht, weil ich das nicht so gerne mag. Aber wenn ihr das in eure Hand einarbeitet, das ist der Wahnsinn. Also wenn ihr euch was zum Geburtstag wünscht oder auf ein High-End-Produkt sparen wollt und sagt, okay, ihr wollt euch irgendwas kaufen und ihr steht auf Contouring, look at that. Das ist super pigmentiert, aber ohne, dass es fleckig wird. Und das ist ganz verrückt, denn ich finde,
wenn ich das Licht so ein bisschen drehe, ihr seht sofort, wie das aufwärmt und diese Kontur gibt. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Das Einzige, was ich daran halt nicht mag, ist, dass es mit so einem Schwämmchen kommt, aber Problem gelöst, ich habe es abgemacht. Ansonsten super, super gut, benutze ich auch im Moment eigentlich jeden Tag. Das hält den ganzen Tag, ne? Also oft ist es so bei so Cream Contouring, dass wenn man das nicht richtig, richtig einarbeitet, ich habe das Gefühl, dass es dann so ein bisschen fleckig wird. Und das habe ich hier nicht, weil das, wie beschreibe ich das am besten? Das ist wie so ein Serum von der Textur her, sehr, sehr dünnflüssig, aber nicht so, als hätten sich die Pigmente darin einfach aufgelöst und ihr verblendet es dann und dann wird es fleckig, wie so ein Cream-Contour-Produkt, sondern wirklich, als würdet ihr eure Haut eincremen. Ich zoome euch nochmal ein Stückchen raus, damit ihr das von Weitem sehen könnt. So, und jetzt könnt ihr das Ganze auch sehen. Ich blende einmal den Concealer aus, gehe jetzt auch einfach hier nochmal mit dem Schwämmchen lang. Ich benutze ja immer verschiedene Concealer und den ich jetzt hier drauf habe, kann ich euch auch tatsächlich einfach noch nicht zeigen, weil er noch nicht draußen ist. Ich mag ihn aber sehr, sehr gerne. Und dann habt ihr eine super deckende. Wow! Sehe ich schon aus wie ein Supermodel? Okay. Wait a second. Ich habe mit was anderem gerechnet. Ich bin wirklich an dieses Video gegangen und dachte mir so, okay, das wird eine sehr leichte Foundation sein, sieht schön aus auf der Haut aus, ist aber nicht meins. Aber jetzt in Kombination mit dem Concealer und meine offensichtlichen Problemzonen sind meine Augenringe, wenn die abgedeckt sind, ich eine Kontur gesetzt habe und das Pfannkuchengesicht so ein bisschen reduziert wurde. What is this? Wie schön sieht das bitte aus? Jetzt, Freunde, probieren wir etwas, was ich selber noch nicht ausprobiert habe. Und das ist dieser Beauty Wand in der Farbe Peach Gasm. Hat auch hier dieses Schwämmchen. Auch das mache ich einmal ab. Ich mag das gar nicht. Das lässt sich dann noch besser verteilen, aber es geht recht einfach ab. Und dann kann man das auch, wenn man vielleicht andere Leute schminkt oder so, immer ein bisschen hygienischer. Ich gebe mir jetzt erstmal so ein bisschen was hin. Tatsächlich war das auch recht gut ausverkauft, muss ich sagen, weil das so bei TikTok viral gegangen ist. Und ich trage mir das jetzt einfach auch mit diesem Pinsel hier auf. Okay, die Foundation oxidiert. Doch. Ganz ehrlich, ich habe mit viel, viel mehr Farbe gerechnet gerade. Schaut mal. Also, wenn ich das Licht jetzt wegdrehe und ein bisschen dunkler bin, dann seht ihr auch die Farbe richtig. Und tatsächlich ist sie auch so ein Stückchen oxidiert. Ist nicht schlimm. Also es passt jetzt tatsächlich recht gut auch zu meinem Hals. Gut, hier ist es immer rot. Ich bin gerade so ein bisschen enttäuscht von diesem Peach Gasm Ding. Ich habe mir das viel, viel krasser vorgestellt. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen. Wahrscheinlich ist es einfach die falsche Farbe. Es gibt ja wirklich viele, viele verschiedene Farben. Ich arbeite mir das jetzt mal hier in meinem Beauty Blender ein. Es sieht nett aus. Also es hinterlässt definitiv einen Glow, aber als Blush-Alternative würde ich das jetzt nicht sehen. Das ist ein Liquid Highlighter für so ein bisschen Olivenöl, aber okay, nun gut, haben wir was gelernt. Die 40 Euro könnt ihr euch sparen oder weiß gar nicht, was das kostet. Das Konto-Ding definitiv sehr, sehr gut. Man muss schon sagen, ne, also es sieht natürlich auch alles super, super hochwertig aus. Kann ich nicht leugnen. Wird jetzt mal mein Make-up setten für unter die Augen. Gehe ich definitiv mit einem Baking-Puder und bake den Concealer. Und fürs restliche Gesicht, wie könnte es anders sein? Nehmen wir das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Puder in der Farbe 1. Ich glaube, das hat aber auch nur 5 Farben oder so. Und damit gehe ich jetzt einfach hier mal leicht drüber. Und ihr seht, das nimmt tatsächlich so ein bisschen den Glow weg. Ich muss sagen, mir gefällt das mit Glow aber ein bisschen besser. Ich glaube, das ist so eine persönliche Präferenz. Ich trage ja mein Make-up meistens sehr, 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 sehr lange. Und da muss ich mein Make-up einfach ein bisschen setten. Es sieht aber erstmal gut aus und ich weiß, dass nach ein paar Stunden, wenn die Öle durchkommen, wenn das alles so richtig schön mit der Haut verbunden ist, dann sieht das auch normal aus und nicht ganz so trocken. Dann gehe ich hier einfach ein bisschen lang. Ein bisschen Baking Puder hier. Also wie gesagt, ich glaube, ihr seht jetzt von diesem Peach Gasm auch nicht mehr so viel. Aber First Impression von der Foundation war jetzt erstmal gut. Als Bronzer benutze ich den Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer. Auch der ist ein sehr, sehr guter Bronzer meiner Meinung nach. Ihr seht auch, ne, ich habe Hit the Pan und auch schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich benutze den schon eine Weile. Ich nehme den Bronzer auch gleich und gebe mir den so ein bisschen hier in meine Lidfalte. Einfach für so ein bisschen Wärme. Und dann würde ich kurz aufstehen und den Charlotte Tilbury Blush benutzen. Das ist der Cheek to Chic Blush in der Farbe Love Glow und The Climax.
Der ist recht hell. Ja, wir benutzen den The Climax. Der ist ein bisschen dunkler und das ist eine schöne Mischung zwischen Blush und Bronzer. Und gib mir den einfach hier hin. Der hinterlässt so einen schönen rosy Touch und auch so ein ganz kleines bisschen Glow gibt er dann zurück ins Gesicht. Hier so ein bisschen auf die Stirn, weil ich finde, die Foundation ist doch jetzt ein bisschen kahl. Und dann sieht das Ganze richtig, richtig gut aus, Freunde, oder? Was sagt ihr? Ich mache mein Make-up einmal fertig und bin gleich wieder zurück. So sieht das Ganze von wirklich sehr, 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 sehr nahem aus. Also ich muss sagen, hier ist so eine kleine Unebenheit. Ansonsten, hier ist a lot of Puder. Ansonsten sieht es wirklich, wirklich schön aus. Also ich kann ehrlich gesagt nichts dazu sagen, außer sitzt sehr gut auf der Haut, ohne dass es die Hauttextur jetzt groß verstärkt hat. Wie gesagt, ich bin super, super gespannt. Ich gehe mit offenem Herzen, mit offenem Gefühl ran. Aber ich vermute jetzt schon zu wissen, dass das Dupe, was ich habe, spannend wird. Bleibt definitiv dran. Ich melde mich in ein paar Stunden. So, Freunde, es ist mittlerweile 15 Uhr. Ich habe den ganzen Spaß mittlerweile schon, ja, knapp 5 Stunden drauf. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, ehrlich gesagt, total enttäuscht. Ich bin rausgegangen, habe ein paar Fotos gemacht. Ich zeige es euch mal hier. Es sind nicht die schönsten Bilder, aber ich glaube, ihr seht, was ich meine. Das sah ersten Moment lang ziemlich crusty aus. Und ich weiß nicht, woran es lag. Ob es entweder an dem Puder lag, was ich verwendet habe, oder vielleicht am Concealer oder einer Kombination aus allen Produkten, die sich damit nicht vertragen haben. Mittlerweile, ein paar Stunden später, sieht das Ganze aber sehr schön aus, muss ich sagen. Ich habe erst wirklich gedacht so, das tut sich, da fühle ich mich nicht so wohl, das Ganze mit euch zu teilen. Aber jetzt, wenn so die leichten Öle, ihr seht vor allem hier im Stirnbereich, da habe ich ja wenig Puder benutzt oder weniger Puder benutzt als unter den Augen, da sieht es sehr gut aus. Ich hatte zwischendurch so einen kleinen Gedanken und dachte mir, okay, Charlotte Tilbury ist ja eher so Supermodel-Make-up für Fotoshootings, Make-up-Artists und Artistinnen benutzen Charlotte Tilbury-Produkte sehr gerne für Fotos und Videos, weil sie sich sehr schön fotografieren lassen. Da gibt es einen ganz elementaren Unterschied. Vielleicht lade ich Letizia nochmal ein, dass sie das Ganze für euch richtig und logisch argumentiert erklären kann. Aber die Formulierungen sind dadurch einfach ein bisschen anders. Und ich dachte zwischendurch, okay, in der Kamera, look at that. Ich schaue in den Monitor und das sieht wirklich, wirklich gut aus. Und wenn ich unten, mittlerweile ist das Tageslicht schon fast weg, bin, dachte ich mir, na, ist ein bisschen crusty. Es ist aber in Ordnung. Bis jetzt bin ich nicht, dass ich sage, wow, aber sie sieht, Kamera ist nice. Kamera ist nice. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Es ist verrückt, in der Kamera sieht das wunderschön aus. Aber hier so der Bereich und vor allem hier im Nasenbereich und Stirnbereich, crazy. Ich werde jetzt mal ein bisschen in die Stadt gehen. Ich will noch so ein bisschen bummeln, schauen, ob ich noch ein paar Produkte finde. Und dann sehen wir uns nachher nochmal. Wahrscheinlich dann ohne Make-up an der Nase, aber spätestens morgen wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr kleinen süßen Mäuse. Es ist sehr früh. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Ich war dann tatsächlich wirklich noch kurz in der Stadt, habe geschaut, ob ich noch ein paar Sachen finde für ein Video und kam dann zurück und natürlich unter der Maske sah das dann auch nach. Ich hatte die Foundation ja dann fast 8 Stunden drauf und Maske, das war dann nicht mehr schön und ich war dann auch einfach müde. Jetzt ist es 5.41 Uhr. Ich bin vor 40 Minuten aufgestanden, deswegen sehe ich auch noch so ein kleines bisschen fertig aus. Aber ich dachte mir, wir machen das Ganze heute nochmal. Ich habe euch ja schon gestern, beziehungsweise für euch vor ein paar Minuten erzählt, dass ich der Meinung bin, dass ich ein Dupe gefunden habe. Und dann bereite ich ja im Moment meine Instagram-Posts immer so ein bisschen vor, wo ich ein bisschen schaue, okay, wie kann ich euch einfach Informationen auch noch auf einer anderen Plattform mitgeben. Und das habe ich dann natürlich auch für diese Foundation gemacht und habe sie mit der Max Factor Miracle Pure Skin Improving Foundation verglichen und habe auch wirklich geschaut, was sagen die Firmen, wie ist die Foundation, was soll die Foundation können und trust and believe. Hier ist das Bild. Die Claims sind eigentlich identisch. Es ist immer ein bisschen anders formuliert. Klar, eine sagt glättet, eine sagt sorgt dafür, dass die Hautoberfläche glatt wird. Aber prinzipiell sind die Claims dieselben. Und das hat sich gestern auch bei mir im Tag so ein bisschen widergespiegelt, dass ich gedacht habe, okay, es ist wirklich sehr, sehr ähnlich.
Um euch das nochmal zu zeigen, machen wir das Ganze jetzt wie folgt. Ich mache kurz meine Augenbrauen, meine Base, Hautpflege, alles Mögliche. Auf der einen Seite schminken wir mit der Miracle Pure Foundation und auf der anderen Seite mit der Charlotte Tilbury. Ich melde mich gleich. Alright, ich habe meine Augenbrauen einmal aufgemacht und ich werde heute auch definitiv mit der helleren gehen. Ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, dass in Kombination mit Bronzer, dem Blush und so, dass alles recht dunkel wurde. Also sie oxidiert tatsächlich ein kleines Stück. Ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich habe hier die Charlotte Tilbury Foundation und die werden wir hier auftragen. Im Prinzip sind sie auch von der Viskosität, vom Feeling her auf der Haut, wenn sie nicht gesettet sind, eigentlich identisch. Also wenn ich in meinem Kopf so überlege, wie fühlte sich die Max Factor Foundation an, dann ist das wirklich gleich gewesen. Also man merkt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied, den man halt merkt, ist tatsächlich der Preis. Und das macht schon einen Unterschied. Die Max Factor Foundation kostet 12,99 und die Charlotte Tilbury 40. Ich mache mal den Hintergrund in einer anderen Farbe, sodass ich die Kamera farblich ein bisschen besser auf mein Gesicht einstellen kann, weil sonst habe ich dieselbe Farbe wie der Hintergrund und dann seht ihr die Farbe nicht. Also, hier haben wir jetzt einmal die Charlotte Tilbury Foundation. Auch wie gestern, sie sieht in der Kamera wirklich wunderschön aus. Auf der anderen Seite benutzen wir von Max Factor's Miracle Pure Makeup. Hier ist auch Hyaluronsäure drin, hier ist auch Vitamin C mit drin und farblich sind die auch sehr, sehr ähnlich. Ich nehme jetzt auch die saubere Seite vom Beauty-Schwamm. Die ist ein bisschen dicker, sehe ich jetzt im direkten Vergleich. Und ich habe sie auch hier in einer helleren Farbe, weil auch die oxidiert ein Stückchen. Und hier einmal im direkten Vergleich. Auf der rechten Seite die Max Factor Foundation, die jetzt ungesettet ein bisschen frischer aussieht. Also wesentlich mehr Glow als die Charlotte Tilbury Foundation hat. Die sieht im Vergleich matter aus. Aber ganz ehrlich, das ist nichts Dramatisches. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß, ich sehe schon ein paar Kommentare so, ist es ja klar, dass du nur eine Foundation bevorzugst, die günstiger ist. Aber wisst ihr, wenn ich mir überlege, ich habe die jetzt selber gekauft. Normalerweise kriege ich sowas in PR. Ich weiß aber nicht, ob ich bei Charlotte Tilbury noch auf der PR-Liste bin. Ist ja auch völlig egal. Und ich glaube, dass ich in meinem Kopf aber immer noch dieses, okay, ihr zahlt dafür Geld. Und wenn ich euch eine günstigere Alternative zeigen kann als die teure, obwohl sie schön ist, das ist eine schöne Foundation, dann will ich nicht nur, um zu sagen, dass etwas teures schön ist. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Warum ist mein Content auf Drogerie-Make-up ausgelegt? Weil ich der festen Überzeugung bin und auch beweisen kann, dass Drogerie-Make-up nichts Schlechtes ist oder nicht schlechter ist als High-End-Make-up. Von den Claims, auch von wie sitzt die Foundation auf der Haut, wenn sie so ein bisschen auf der Haut angeschmolzen sind, ist das alles sehr nah beieinander. Ich lasse das Ganze kurz auf meiner Haut, dass ich das wirklich richtig schön aufwärmen kann. Und dann mache ich weiter mit Concealer, genauso wie gestern. Alles dasselbe, ich nehme nur ein anderes Puder, weil gestern, das hat mir nicht so gut gefallen in Kombination mit dem Concealer, den ich verwendet habe. Und dann zeige ich euch nochmal das gesettete Ergebnis. Ich habe das Ganze heute ähnlich gemacht wie gestern, habe dieselben Produkte benutzt, habe außer den Primer, den habe ich heute nicht benutzt, denn ich habe gestern ehrlich gesagt gar keinen Unterschied gesehen, deswegen dachte ich mir, okay, lassen wir es einfach sein. First Impression, hier ist die Charlotte Tilbury Seite, hier die Manhattan Seite. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht. Ich sehe jetzt persönlich auch erstmal keinen. Vielleicht in ein paar Stunden. Freunde, wir starten in den Tag. Ich melde mich heute Vormittag bei euch. Hello people! Es ist mittlerweile 12.59 Uhr. Ich habe die Foundation jetzt also wirklich schon echt eine Weile drauf. Und guess what? Also, look at her. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Und das ist verrückt, denn gestern habe ich ja auch schon nach so ein paar Stunden gemerkt, so, okay, jetzt kommen die Öle durch. Aber diesmal habe ich das so gemacht, wie ich es machen würde. Also mit Puder, ohne unbedingt einen Primer, den ich ja heute nicht benutzt habe. Ich habe ja tatsächlich auch heute nicht die Charlotte Tilbury Magic Cream benutzt. Und ich glaube, das ist dieser Knackpunkt gewesen, dass ihr sitzt auf beiden Seiten, man sieht gar keinen Unterschied, aber auch die Haut an sich overall sieht nicht so aus wie gestern. Gestern fand ich, sah es eher so ein bisschen trocken aus und gesettet nicht ganz so schön. Vielleicht funktioniert es tatsächlich mit diesem Hollywood Brush Flawless Dingsbums Puder nicht so gut. Und so wie ich es heute gemacht habe,
gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Auf beiden Seiten. Und ihr kennt die Max Factor Foundation, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ich packe es euch hier einmal oben in die Ecke. Das ist schon verrückt. Ich habe jetzt Folgendes vor. Ich will heute in die Stadt fahren. Ich muss ein paar Sachen besorgen. Ich will zu Kiko fahren. Ich will ins KDW fahren. So ein paar Videos kaufen, um euch Videos zu zeigen. Und da trage ich natürlich die Maske. Deswegen wollte ich jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, mit euch hier im Studio bei richtigem Licht das nach einigen Stunden zu sehen. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied auf keiner der beiden Seiten, aber es gefällt mir wesentlich besser als gestern. Das ist das, warum ich Foundation Reviews gerne über mehrere Tage mache, in verschiedenen Versionen, mit Primer, ohne Primer, im Vergleich mit anderer Creme, dass ihr einfach so viel es geht über dieses Produkt wisst. Ich starte in den Tag, ich werde unterwegs ein bisschen vloggen. Natürlich wird meine Nase dann im Laufe des Tages nicht mehr so schön aussehen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Wir kennen das Problem. Bis später. Hallo Freunde. Mein Gott, was für ein Tag. Ich stelle euch mal kurz ab. Was für ein Tag. Ich war den ganzen Tag in der Stadt. Es ist mittlerweile 16 Uhr. Das heißt also, ich habe die Foundation schon eine ganze Weile im Gesicht. Ich bin hier nicht so gut im Rechnen. Freunde, ich habe die komplette Tüte voll mit Einkäufen und ich habe die Foundation mit Maske getragen. Und ganz ehrlich, also minimal. Hier hat es sich so ein bisschen abgestempelt. Aber es ist alles noch in Ordnung. Auf beiden Seiten. Und da muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt sehr überrascht. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt den ganzen Tag unterwegs bin, den ganzen Tag in der Stadt bin und schaue, was ich so alles finde für Videos. Ich habe übrigens sehr, sehr viel gekauft für verschiedene Videos. Ich werde einen Haul auf jeden Fall machen, wenn ihr darauf Lust habt. Und ein komplettes Kiko-Video. Das hattet ihr euch seit Monaten, seit Jahren gewünscht. Und jetzt dachte ich mir, ich mache das einfach mal und war bei Kiko und habe eine ganz, ganz tolle Mitarbeiterin gehabt. Aber zur Foundation, beziehungsweise zu beiden Foundations, ja, was soll ich sagen? Also, ganz ehrlich, ich sehe keinen Unterschied. Aber beide haben sehr, sehr gut gehalten. Und das ist ja auch ein Test, um zu sehen, wie hält die Maske. Ich habe so eine FFP2-Maske, die ist natürlich an der Nase ein bisschen lockerer als hier. Aber selbst hier in dem Bereich, alles fantastisch. So, Freunde, und das war meine Foundation-Review zur neuen Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation und zusätzlich mit dem Dupe, mit dem direkten Vergleich zur Max Factor Foundation. Zur Charlotte Tilbury Foundation kann ich sagen, sie gefällt mir wirklich gut. Sie sieht sehr, sehr schön auf der Haut aus, aber gestern hat sich das Ganze so ein bisschen eingeprägt bei mir. Ich habe schon das Gefühl, dass das eine Foundation ist, die sehr leicht aufgetragen werden soll, die nicht unbedingt zu einer Full Coverage Foundation, so wie ich es ja immer mache, aufgebaut werden soll. Und ich finde, dass sie ohne Puder am schönsten aussieht. Und da weiß ich nicht, ob das so realitätsnah ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil die meisten von euch werden Puder benutzen, um die Langlebigkeit der Foundation zu erlängern. Auch im direkten Vergleich mit der Max Factor Foundation, es sind beides sehr, sehr gute Foundation. Den einzigen Punkt, den ich jetzt pro gebe, ist natürlich der Preis. Ansonsten sind sie sich sehr ähnlich von den Claims, vom Finish auf der Haut, auch von der Langlebigkeit her. Und am Ende könnt ihr natürlich selber entscheiden, für welche Foundation ihr euch entscheiden würdet, wenn ihr euch für eine entscheiden wollt. Ich habe euch beide gezeigt, dass ihr die in beiden im direkten Vergleich sehen könnt und ich bin super gespannt auf eure Meinung dazu. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon getestet. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!